Dies ist eine Geschichte von Schnee und Eis, von den Elementen Wasser und Fels und vom Verschwinden der Gletscher. Fridolin Santer kommt jeden Morgen hier hoch. Seit 30 Jahren beobachtet er die Gletscher in Sölden. Er besucht seine kranken Freunde, wie er sie nennt. Santer zeigt uns Beispiele, wie stark das Eis selbst hier oben auf 3000 Meter Höhe schmilzt. Das sind Markierungen, die habe ich im Frühjahr immer zur selben Zeit gemacht. Und die ersten Markierungen habe ich da oben gemacht, in den hellen Fels. Da habe ich angefangen, so um 2000. Und jetzt, wie man da sieht, da ist schon einiges weggegangen. Vor 20 Jahren ungefähr, da hast du gar keinen Fels hier gesehen. Da hat man können mit den Skier da, also wenn man da runtergefahren ist, hat man können da über den Wellen drüber fahren, war alles Eis. Schon 1998 filmten wir mit Fridolin Santer auf dem Rettenbachgletscher. Vor 10 Jahren noch sah es hier völlig anders aus. Nirgendwo waren Felsen zu sehen. Santer musste sich sehr vorsichtig bewegen. Um ihn herum große Gletscherspalten, bis zu 50 Meter Tiefe. Eine bizarre Welt aus Eis mit Schluchten, Brücken und Skulpturen. Eine Welt, die heute verschwunden ist. Zurück in die Gegenwart. So sieht der Rettenbachgletscher heute aus. Eine Landschaft aus blankem Fels und schmutzigem Schnee. Vor 30 Jahren war Hermann Rimmel der erste Pistenbullifahrer hier oben. Seitdem muss er zuschauen, wie sein Arbeitsplatz langsam verschwindet. Das ist alles, was von den einst 50 Meter tiefen Spalten noch übrig ist. Die kümmerlichen Reste muss Hermann Rimmel heute mit Schnee zuschieben, damit die Skiläufer eine glatte Piste bekommen. Der Skibetrieb muss laufen. 6000 Menschen kommen in der Saison jeden Tag auf die Gletscher. Im ganzen Skigebiet sind es 20.000. Skitourismus ist für die Bergbahn Sölden ein Millionengeschäft. Und die Gletscher sind die Attraktion. Bis vor wenigen Jahren ist man selbst im Hochsommer auf dem Gletscher Ski gelaufen. Der fehlende Schnee wurde schlicht anderswo vom Eis gekratzt. Das Gletschereis lag dann ungeschützt in der Sonne. Da hat man Schnee dahin geschoben, wo fast keiner mehr war. Und dann ist dann, wo man den Weg genommen hat, ist halt auch weniger geworden. Und dann hat man auch etwas bearbeitet, den Gletscher hat man ja auch, gell? Viel geschoben. Was heißt das, geschoben? Ja, mit den Bullis, da hat man auch im Sommer, früher war ja auch immer Sommerbetrieb. Mhm. Sicher ist das nicht gut gewesen. Kaum sind die Skilifte nachmittags geschlossen, gelangen die Schneekanonen zum Einsatz. 80 Stück gibt es davon hier oben, 200 im ganzen Skigebiet. Ohne den künstlichen Schnee ist ein Skibetrieb über die ganze Saison nicht mehr möglich. Noch vor 10 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass man auf einem Gletscher in 3000 Meter Höhe mal Schneekanonen brauchen wird. Wir beginnen eine Reise durch die Alpen.
Wir wollen wissen, ob der Zustand der Gletscher in Sölden ein Einzelfall ist. Wie sieht es auf Gletschern ohne Skibetrieb aus? Die erste Fahrt dauert nicht lange. Sie führt ins benachbarte Tal nach Fendt. Fendt hat sich dem großen Geschäft verweigert. Der kleine Ort ist touristisch einen anderen Weg als Sölden gegangen. In dem malerischen Dorf gibt es nur wenige Skilifte und die enden weit unterhalb der Gletscher. Die Fenter setzen auf Bergsteiger und Wanderer. Doch irgendwann war ihre Idylle bedroht. Ein Tiroler Energieunternehmen plante einen großen Stausee im Rofental hinter dem Dorf. Bergführer Alois Pierpammer kämpfte mit den anderen Bewohnern gegen das Bauprojekt. Luis, was sollte im Tal da hinten gebaut werden? Da wollten die eine riesen Staumauer machen. Natürlich auch von Fendt weg eine besonders breite Straße mit allem Pipapo, 10 Jahre Bauzeit. Und das hätte unseren alpinen Tourismus total kaputt gemacht. Gegen den Staudamm konnten die Bewohner von Fendt sich mit Erfolg wehren. Gegen die Veränderungen der Natur sind sie machtlos. Seit vielen Jahren schon beobachtet Alois Pierpammer seine Berge und Gletscher. Er ist der dienstälteste Bergführer im Ort. Die Bergführer sind einige immer, die auch so Markierungen machen. Und wenn man dann ein Jahr später schaut, was da zurückgeht, 30, 40 Meter in einem Jahr, wie zum Beispiel hier der Rofenkerl-Gletscher. Vor 10 Jahren war der Gletscher noch da herunter, bis in die Senke, war noch geschlossen Eis. Bis in die Senke bedeutet, dass vor 10 Jahren der gesamte grüne Hang von Eis bedeckt war. Wenn man schaut, den Ötzi, den 91, den ich selber ausgegraben habe, der war halt 5300 Jahre praktisch verdichtet. Der hat die Augen drin gehabt, hat die Zähne drin gehabt, der war total erhalten. Und da, wo er sich niedergelegt hat, da war kein Gletscher, da war nichts da. Die Gletscher haben Einnahmen und Ausgaben wie eine Bank auch. Die Einnahmen sind die Schneefälle, also über den Niederschlag gesteuert. Und die Ausgaben gehen über die Schmelze und ist primär einmal von der Temperatur gesteuert. Also auch von der Strahlung, aber die hängt auch wieder mit der Temperatur zusammen, weil bei schönem Wetter ist es normalerweise auch warm. Übrigens sind auch die Einnahmen von der Temperatur nicht unabhängig, weil ob der Niederschlag als Schnee fällt, was dem Gletscher nützt, oder als Regen, was dem Gletscher nicht nützt, das hängt auch wieder von der Temperatur ab. Also die Temperatur beeinflusst eigentlich beides, die Einnahmen und die Ausgaben. Eigentlich ist es so, dass heute die meisten Gletscher nicht einmal mehr zurückschmelzen, sondern sie kollabieren, sie fallen auseinander, sie bekommen Löcher. Also es ist zum Teil ein etwas deprimierendes Bild. Schon Anfang der 90er Jahre haben Häverli und sein Team die Entwicklung vorausgesagt. Die Leute haben uns damals Panikmache, also nicht alle, aber den Vorwurf haben wir gehört, Panikmache, das stimmt alles nicht und so weiter. Und wir stellen heute fest, es stimmt tatsächlich nicht. Es geht schneller als das, was wir angenommen hatten. Die Erwärmung geht schneller und vor allem der Schwund der Gletscher geht schneller. Zurück in Sölden. Die Schafswolle bringt Fridolin Santa nach Umhausen in eine Wollwaschanlage. Diese Anlagen sind selten. In ganz Österreich gibt es nur zwei davon. Selbst aus Italien kommt die Wolle der Schafsbauern, um hier gewaschen zu werden. Johann Regensburger hat die Wollwaschanlage aufgebaut. €2 Millionen hat er in sie investiert.
Über 10 Jahre hat er nach der richtigen Mischung gesucht, mit der sich Wolle am besten waschen lässt. Wie sich das Wasser verhält und wie viel Waschmittel nötig ist. Das Element Wasser hat das Leben des Johann Regensburger von Anfang an bestimmt. Bis heute. Hochwasser hatte Regensburger schon während seiner Kindheit erlebt. Immer wieder überflutete der Fluss Ötz das Tal. Doch in den letzten 20 Jahren häuften sich die Katastrophen. Eine Folge der Klimaerwärmung, wie Wissenschaftler meinen. Und sie befürchten, dass die Temperatur in den nächsten Jahren um weitere 4 bis 8 Grad steigen wird. Bei 8 Grad wird es echt dramatisch. Da wird sich vor allem der Wasserkreislauf ganz stark verändern. Auch die Stabilitätsbedingungen im Hochgebirge werden sich ganz stark ändern. Die Landschaft sowieso wird sich extrem verändern. Auch die Vegetation wird größte Mühe haben. Aber sagen wir, schon bei 4 Grad sind da große Schwierigkeiten. Zum Beispiel wird der Schnee sehr viel früher schmelzen. Es wird mehr Niederschlag im Winter, nicht mehr als Schnee fallen, sondern als Regen. Sofort abfließen, was die Gefahr von Hochwassern im Winter für zum Beispiel Mitteleuropa oder auch für Frankreich eher größer macht. August 1987. Damals passierte hier, was die Wissenschaftler erst für unsere Zukunft vorhersagen. Hohe Temperaturen, kaum Schnee, starke Niederschläge. Die Folge war die große Flut im Ötztal. Johann Regensburger war seinerzeit Einsatzleiter der Feuerwehr in Umhausen. 87 war einfach, dass sich das so rasch und so massiv entwickelt hat, was ich bis dahin auch in diesem Haus noch nie erlebt habe. Und man steht, man versucht zwar einiges zu tun und zu schützen und so weiter, aber in Wirklichkeit steht man einfach machtlos davor und muss zuschauen, wie die Natur ihre Rechte einfordert. Das ist mein Platz und ihr habt mir nur den Lebensraum genommen. Wir wohnen ja in Umhausen direkt und meine beiden ältesten Kinder haben mich noch direkt an der Einsatzstelle besucht und mir zusätzliche Bekleidung gebracht, weil das eben alles sehr schnell gegangen ist mit dem Beginn des Einsatzes. Und dann sind sie eigentlich von mir weg nach Hause und da waren Bekannte, die wollten dann, aus welchem Grund immer, das werden wir nicht mehr erfahren, nach Lengenfeld fahren. Und genau dort ist zwischen Umhausen und Lengenfeld in der Maurerschlucht ist die Straße unterspült worden und eingebrochen. Und es sind dort an dieser Stelle innerhalb von einer Stunde 12 Menschen in der Arche verschwunden mit ihren Fahrzeugen und darunter eben auch unsere beiden ältesten Kinder. Für die Opfer der großen Flut steht an der Unglücksstelle ein Kreuz. Jedes Mal, wenn Johann Regensburger hier vorbeifährt, hält er kurz an. Nachher zieht es ihn oft zum Wasserfall. Obwohl das Wasser ihm 2 Kinder genommen hat, fasziniert es ihn bis heute. Einmal ist es einfach die Erkenntnis, dass die Natur eine Kraft darstellt, die man akzeptieren muss. Fürs Zweite, dass hinter dieser Naturkraft noch ein höheres Wesen steht. Wenn man darauf eingeht, spürt man, dass es bestimmte Dinge einfach vorgibt. Und das zu akzeptieren, braucht Zeit. Das hat auch bei mir sehr viel Zeit gebraucht, bei der Familie. Und nur in der Familie haben wir das geschafft. Das Wasser, immer wieder, der Fall kommt immer wieder neu. Und genauso muss man auch diese innere Kraft immer wieder erneuern. Und dann kommt man zu der Einstellung, dass man damit leben kann. Die Skiorte stehen untereinander in einer harten Konkurrenz. Skizirkus alleine reicht nicht mehr.
erreichen sollten, setzen sie deshalb auf sogenannte Events, um Touristen anzulocken. Weinempfang unter dem Gipfelkreuz auf 3000 Meter Höhe, bei 10 Grad minus. Und einmal im Jahr werden 6000 Menschen auf den Gletscher gekarrt. Lange Buskolonnen winden sich dann die Straße hoch. Alles für einen einzigen Abend. Ein großes Spektakel über Hannibals Alpenüberquerung. Gletschermüll. Fridolin Santer und Hermann Rimmel schauen sich alte Videos an. Bilder vom Gletscher, als er noch groß und stark war. Ja, genau. Genau, so eine Gletschmaschine. Diese Amateuraufnahmen sind von 1988. Die Spalten waren damals so groß, dass ganze Bullis hineinrutschten. Der ist schon fair, aber wir müssen noch tun. Eine riesige Eishöhle. Bis zu 5 Pistenbullis konnten darin arbeiten. Wenn es nur mal 30 Jahre so zurückgeht, dann schaut es schlimm aus. Weil es, kann ich gar nicht sagen, wie brutal es jetzt ausschaut, was früher gewesen ist. Kommt erst jetzt wieder zurück, wie Masse da war zum Schneeschieben. Der ist nicht mehr da. Und die Spalten, die solche Spalte finde ich gar keine mehr, wo du mit dem Bulli reinfahren kannst. Wenn so weitergeht, was die letzten 20, 30 Jahre passiert ist, dann wird es bei der nächsten Generation nicht mehr gut ausschauen. Die Prognosen der Wissenschaftler für die nächsten 30 Jahre sind alarmierend. Sie erwarten im Alpenraum eine Erwärmung von 6 bis 8 Grad im Durchschnitt. Die Folgen für die Gletscher werden massiv sein. Und 6 bis 8 Grad sind enorme Veränderungen. Also da bleibt von den Gletschern in den meisten Gebirgsregionen der Erde überhaupt gar nichts mehr übrig. Das betrifft dann auch den Himalaya. Klar wird es noch Gletscher geben an den höchsten Gipfeln. Aber also die großen Talgletscher, die können das nicht überleben tatsächlich. Also die Dimension dieses Experimentes, das die Menschheit begonnen hat, ist enorm. Es entspricht ungefähr dem Unterschied zwischen der Eiszeit und heute. Einfach auf die warme Seite. Und mit dem Unterschied, dass wir das, was wir da machen, innerhalb von Jahrzehnten machen und nicht innerhalb von Jahrtausenden, wie die Erde das macht. Wir finden aber auch Wissenschaftler, die die aktuelle Entwicklung des Klimas als unbedenklich einstufen. Es habe schon erheblich wärmere Phasen in den Alpen gegeben, sagen sie. Der Chiava-Gletscher im Schweizer Engadin. Der Umweltgeologe Professor Christian Schlüchter ist auf dem Weg zu einer Fundstelle. Immer wieder geben Gletscher Baumstücke frei. Über 3000 Proben hat Schlüchter schon gefunden. Heute ist es ein ganzer Baumstamm.
später wird dieses Baumstück datiert werden. Es stammt aus der Römerzeit und beweist, wenn damals hier Bäume gestanden haben, kann es hier kein Eis, keinen Gletscher gegeben haben. Das ist unglaublich spektakulär. Einmal der Ort, wo wir den Fund bergen konnten, dann, dass wir das Glück hatten, dass mir die Scheibe nicht ins Wasser gefallen ist, und dann, abgesehen davon, der enorme wissenschaftliche Wert. Das ist eine sehr schöne Scheibe mit wunderschönen Wachstumsringen. Also das bringt der Dendrochronologie sehr viel. Der Geologe steht mit seiner Theorie nicht alleine. Sie wird auch von anderen Wissenschaftlern gestützt. Die aktuelle Klimaerwärmung sei nichts Besonderes. Wenn man das in einem längerfristigen Kontext sieht, muss man sagen, alles schon da gewesen. Also diese Entwicklung, die wir heute beobachten und die zu Sorge Anlass gibt, die ist mehrfach und vielleicht auch verstärkt in der Vergangenheit schon da gewesen und hat sich ereignet. Und wenn man weiter in die Vergangenheit zurückkommt, etwa in der Römerzeit, historischen Römerzeit, etwa 400 Jahre lang, waren die klimatischen Verhältnisse von der Temperatur her gesehen wärmer als gegenwärtig. Die Deutungen der Klimaforscher widersprechen sich. Wir wissen nicht, wer von ihnen recht hat. Das Abschmelzen der Gletscher allerdings ist messbar und wird von niemandem geleugnet. Es ist deprimierend, tatsächlich. Also ich muss eigentlich sagen, dass schon als ich studiert habe, so um 1970, da waren eigentlich die Modelle schon ziemlich klar. Und wir haben seit dieser Zeit, das sind nun fast 40 Jahre, haben wir das Rennen gegen die Zeit ein bisschen verloren. Wenn wir damals etwas gemacht hätten, hätten wir heute viel mehr Optionen. Und es ist schon so, dass in den letzten 10, 15 Jahren das ganze Verhalten der Gesellschaft ist in eine vollkommen falsche Richtung gegangen. Wir sind aufs Gaspedal getreten, anstatt vom Gas zurückzugehen. Tatsache ist auch das Verschwinden des Permafrostes, der das Gestein zusammenhält. Die Folge sind Felsstürze und wegbrechende Bergspitzen, wie am Einserkowel in Österreich. Sommer in Sölden. Bauzeit. 1,5 Millionen Übernachtungen zählte der Ort letzte Saison. Doch sie wollen weiter wachsen. Und so wird weiter gebaut im Skigebiet. Seit seiner Kindheit erlebt Fridolin Santer, wie sich Ort und Tal verändern. Doch jetzt sieht er, wie die Eingriffe in die Natur immer massiver werden und wie seine Gletscher immer schneller verschwinden. Die Zukunft seiner Familie ist ungewiss. Also die versetzen Berge? Ja, wortwörtlich. Wo machen Sie das, Berge versetzen? Ja, da wird gebaggert und gesprengt und so. Also mein Name ist ja Wahnsinn. Martina, du bist auch hochgefahren. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Ich bin erschrocken. Aber du kannst das nicht aufhalten. Wenn das nur ein paar sagen, das bringt ja nichts. Aber was bringt das, wenn die Leute immer reicher werden? Die Leute vergessen immer, reich ist eigentlich Gesund und Zufriedenheit. Nicht nur das Geld und das Materielle ist es, ist Reichtum. Aber das vergessen viele Leute. Aber das kannst du nicht aufhalten. Wenn das nur ein paar sagen, ein paar normale, einfache Leute sagen, das bringt auch nichts. Ich bin jetzt noch jung und ich sehe schon die extremen Veränderungen, wie ich 8, 9 Jahre alt war und jetzt, 20 Jahre später, unsere Kinder, die werden das gewisse gar nicht mehr kennenlernen, von Fotos. Denke ich jetzt mal, weil es geht jetzt immer in größeren Schritten mehr und mehr und mehr.
Ein Stopp gibt es nicht, es ist schon zu spät sozusagen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, auf einem Gletscher Schneekanonen aufzustellen. Ist eigentlich ja ein Widerspruch. Kannst du dir vorstellen, wo das mal hinläuft? Ich kann es mir nicht vorstellen und ehrlich gesagt möchte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Weil wenn man sich da mehrere Gedanken dazu macht, das kann ja eigentlich nur in einer Katastrophe enden. Irgendwann wird sich die Natur, denke ich, schon berechnen. Das kann doch nicht so weitergehen. Fuerza Aérea Brasileña habría encontrado restos del avión siniestrado de Air France. En el Atlántico se han avistado asientos y rastros de aceite y queroseno. El avión, con 228 pasajeros a bordo, desapareció el lunes cuando volaba de Brasil a París. La estatalización del banco Hypo Real Estate parece cosa hecha. En una reunión de accionistas en Múnich se decidirá ahora sobre una ampliación de su capital. De llevarse a cabo, el gobierno tendría la mayoría en esta financiera inmobiliaria. El jefe de Estado norcoreano Kim Jong-il ha nombrado como sucesor a su hijo más joven. Según informes de Corea del Sur, el hasta ahora desconocido Kim Jong-un deberá asumir la dirección del país comunista. Hacía tiempo que había rumores de cambio en Pyongyang.